Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier beim Arsch. Wir fahren jetzt das Holz zum Sägewerk. Ich möchte mal einen schönen Wochenstart wünschen. Schönen Montag. Ja, noch ein dickes Danke fürs fleißige Reinschauen. Und fleißig liken und fleißig abonnieren. Ne? Vielleicht findet sich noch ein oder andere, der mal abonniert. Nach rund 8 Tagen kann das durchaus sein. Ich grüße auch alle neuen Zuschauer, die wir hier reingefunden haben. Und natürlich auch jeden, der schon länger dabei ist. Ne? Also Stammkunden, oder sagen wir so, Stammzuschauer, besser gesagt, besonders gern. Ne? Kunden wäre es erst dann, wenn es hier Moos geben würde. Aber das ist ja von mir aktuell nicht geplant. Da sehe ich noch nicht so weit. Das ist, ja, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Wenn es zu meiner Rente ist und es nur LS gibt, ja, zu retten auch Besserung, ey. Aber aktuell sehe ich das nicht so und wegen 3-4 Euro würde ich auch gar nicht erst anfangen, wegen deswegen eine Steuererklärung zu machen. Wenn es mal so sein sollte, also wie gesagt, die berühmte Formel 1000 Abonnenten ist aktuell Pflicht, was in 3-4 Jahren ist, weiß ich nicht, das kann keiner sagen. Und die 4000 geschauten Minuten, ne? Und vom Bein bin ich noch meilenweit entfernt, ne? Ich sag, wenn man 1000 Abonnenten hätte, dann wären auch die 4000 Minuten theoretisch machbar. Oh, Gegenverkehr, bin ich ja gar nicht gewohnt. Ja, aber wie gesagt, das ist von mir aktuell nicht geplant. So ein bisschen träumen kann man ja, ne? Aber das ist ja alles hier nebenbei. Ja, wie gedacht. Und mal wieder aufladen, ne? Seitenwechsel. Ja, aber hier übertreiben will ich es ja auch nicht, also ich möchte nicht jeden Abend einen Livestream machen mit LS, das wird zu langweilig und ist auch zeitlich nicht machbar, ne? Ich möchte ja alles im Zusammenhang der Folgen bringen, was ich jetzt aktuell mit ZFTD mache, einmal in der Woche zu streamen. Ja, gut, das habe ich auch deswegen gemacht, weil es gewünscht wurde. Aber da jetzt Folgen zu machen, da bin ich aktuell noch nicht von überzeugt. Bei meiner ein alter Livestream mit Version 18, ne, also Alpha 18, ganz ehrlich, lief nicht so gut. So, und wurde nicht so stark nachgefragt. Und hier ist aber ein Algorithmus von YouTube ganz entscheidend. Wenn es nicht läuft, dann läuft das nicht. Ne? Das ist da so. Wenn du 100 Folgen gemacht hast und die Quote schlecht ist, zieht es den anderen Quote auch nur runter und wird entsprechend weniger vorgeschlagen. Und deswegen aktuell ZFTD nur als Livestream. Es sei denn, es gibt jetzt Wünsche, das zu ändern. Dann ja, aber wie gesagt, aktuell nein. Ja, heute machen wir ein bisschen Holz, also fahren. Und dann bereiten wir mal einen Tag Stoppenfräsen vor. Wir haben ja jetzt später Winter, ein Tag kommt noch. Verkaufen wollte ich noch was. Im Frühjahr wollte ich die Felder kaufen. Das heißt, mal sehen, welchen Felder, aber wie gesagt, Feld 5 wollte ich kaufen. Das ist das Feld, was hier gerade drüber ist, hinter der ja, Produktion, was wir gerade aktuell sehen. Was ein bisschen flackert. Das wollte ich planen. Ne? So, hier ein bisschen improvisieren. Immer nach hinten, vorne ziehen das Ding und dann Seitenwechsel und B. Das arbeiten wir jetzt selber, ne? Nur aufladen. Verkehrsseite genommen? Kann sein. Mal testen hier.
Naja, so ein Holzpfosten, ne? Da hier. Ah ja. So. Wechseln. O und B. Und aussteigen. Die muss ich nur ein bisschen dichter ranziehen an. Am LKW, ne? Weil hier reinfahren ein bisschen ungünstig, ne? Hat da jemand so eine hohen Stumpen stehen lassen? Ich finde ja herrlich, so eine Sache mit Autodruck wird es so nicht geben. Das werden sie nicht machen. Das ist, weil man könnte es ja aktivieren theoretisch, aber oder deaktivieren zur Not, wer es nicht möchte. Es gibt ja auch welche, die reell spielen wollen, ne? Das kann ja jeder machen, wie er will. Ich möchte persönlich bei Holz oder das nicht machen, ne? Weil der Boden nicht so bearbeitbar ist. Also jetzt theoretisch der Boden so wäre, dass man mit einem Radlader locker theoretisch wegfahren könnte, also wegheben könnte, dann wäre es vielleicht gar nicht notwendig, weil dann kann es ja zufassen, ne? Aber das ist aktuell, das ist irgendwie noch gebackt, kann man nicht sagen, aber das funktioniert halt nicht so, ne? Das ganze Problem. Ich muss mal kurz ausmachen, sonst fliegt halt durcheinander hier. Sieht gerade so gut aus. So. Mal wieder anmachen. Ne, haben wir angemacht? Ja, ne? Ich glaube schon. Nee. Ja, eine Milch läuft. Der andere Seite genommen wieder. Mal anschalten, ne? So, das links, rechts. So geht's. Tja, Technik, ne? Habe ich raufgeworfen. Da kann man auch so sehen, ne? Aber wiederum, die Dinger glauben nicht, dass einer die gehoben kriegt. Alleine gehoben vielleicht noch, aber getragen garantiert nicht. Ich weiß, einige Dinger sind dann schwer. Hängt von einer Holzsorte ab. Ich habe mal als Helfer mal einem Zimmermann geholfen. Dach reparieren und ein paar Balken reinheben. Das haben die. Oh, der daran denke. Da haben wir mit 5 Mann so ein Dachspan hochgehoben. Ne? Also wirklich so ein Balken von, weiß ich, von 10 Meter oder so. Hochgehoben. Aber wirklich, also Knochenjob. Und gefährlich. Hat mein Arbeitskollegen gehört.
Wir haben es hochgehoben über die Brust und haben es dann gehebelt und dann rübergezogen. Und der eine war so schwer, der eine Balken, den haben wir nicht gehebelt gekriegt, den haben wir nicht geschafft. Und da hat er sich der Kollege auf den Balken raufgesetzt und wollte durch sein Körpergewicht das Ding runterdrücken. Dann haben wir nur geschrien, bist du verrückt. Wenn jetzt einer von uns nicht mehr halten kann, dann bist du. Dann bist du ein paar Meter geflogen, ne? Und wahrscheinlich tot, ne? Da ist er runter und da kam der Kollege hoch, unten hoch und hat dann mit angepackt. Das war richtig so ein Zimmermann wie Buche steht, ne? Also groß und stark. Kräftig gebaut, aber nicht fett. Ja. Und wenn du zu leicht bist, zu klein, dann hast du schon mal Probleme. Und wie gesagt, wenn so ein Holzstück relativ nass ist, dann ist es sehr schwer, ne? Und wenn es gelagert wurde, wo es an sich feucht ist. Auch Holzsorten, die an sich nass sind, das gibt es ja auch, ne? Ich frage jetzt nicht genau welche Holzsorten, aber es gibt welche, die sind. Die einen, die kriegst du alleine getragen und die anderen brauchst schon zu zweit, ne? Besonders schwer sind Laubhorn, also die Hartholzhölzer, ne? Da haben wir Fachwerkhaus repariert. Also mit neuen Holz und mit Ausmauern neu. Mit Lehm noch, ne? Ja, aber wie gesagt, die Eiche und die Buche war sehr schwer. Aber für den Außenbereich wird halt Buche genommen, ne? Und für den Erdbereich Eiche. Weil die besonders widerstandsfähig ist, ne? Da fault so schnell nichts. Aber viele machen auch verkehrt. So ein Fachwerkhaus. In der Außenbereich dann ja auch entsprechend, ne, ist voll. Fahr mal wieder weg, ne? Du so nicht. Na gut, beim nächsten Mal, ne? Wenn voll ist, voll, ne? Wir fahren mal weiter. Eine Fuhre wird eh nochmal werden. Aber dann nehmen wir heute. Machen wir aus. Na, da ist schon beinahe gefallen, da ist ein Stück Holz. Baumstumpen. Mal sehen, heute meldet noch Gewitter an, kräftige. Aktuell so draußen noch 34 Grad. Die Donner geht gerade ein bisschen weg. Na, ist auch schon 5:45. Ist ja auch, ne? Und Milch läuft noch. Boah, wie gesagt. Und der andere ist, glaube ich, fertig. Oder fährt gerade zurück. Oder ist fertig. Stroh alle. Muss ich die Türen wieder reinschmeißen. Freitag geht ja los. Aber das macht Owl Drive. Ich meine, wenn das zu sehen ist, dann ist das schon lange passiert. Weil Thüringen, da werde ich erst am Freitag oder Samstag nachts aufnehmen. Also nach dem Livestream von Seven Sudi. Wenn da viele Zuschauer sind, wenn da nur einer da ist oder zwei oder keiner, je nachdem, dann sagt man tschüss und reicht es auch für heute, ne? Ja, da muss man dann sehen, wenn sie draußen kühler wird, dass ich die Türen und Fenster aufmache hier. Ist ja langsam warm hier. Ich will noch nicht umkippen, das ist die einzige Sorge. Ja, eine Fuhre haben wir noch fürs Sägewerk. Wie gesagt, das schaffen wir sowieso nicht alles zu liefern. Ne? Das ist zeitlich gesehen unmöglich. Ah, drei Paletten schon da, Stapel. Hab ich gedacht. So.
Schauen wir mal kurz nach, wie es schon läuft hier. Ja, das läuft gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir. Ja, wie gesagt, drei Stück. Werden wir brauchen. Wir sind Bretterpaletten, achso, okay. Leerpalette, Hackschnitzel haben wir schon 5000. Naja, brauchen wir auch. 360.000. Geht aber was rein, ne? Eine Fuhre haben wir noch, dann haben wir vielleicht dann ein bisschen weniger. So, liebe Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schön lang bis reinschauen. Sind ja jetzt hier fertig mit Holz. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißige Reinschauen und fleißig liken. Jo. Morgen Dienstag geht weiter, aber dann sind wir schon nicht neue Aufnahmen. Tschüss.